Wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Ja, ich habe die Nacht hinter mir. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Direkt, ihr seht da vorne den Grünen. Direkt hier am Hafen von Marseille. Dahinter ist das Mittelmeer, das offene Meer. War richtig schön. Frische Luft gehabt und so kannst du das Leben leben, ne? So kann man sich auch dran freuen. Und das sind auch diese besonderen Momente, warum man den Job auch macht. Und aber am Kiosk hier, ich meine, wir sind in Marseille. Da hat hier so ein kleiner Kiosk um die Ecke, der hat offen, da ich mir to go und schön Cappuccino geholt. Genieß den jetzt hier mit diesem tollen Ausblick. Na. Ja, hier auf die Paletten ist so die eine Sache, aber hier auf die Yachten, weil die ganzen Bonzen mitfahren. Aber so super reich muss man dafür auch gar nicht sein. Aber es ist einfach dieses, ich finde dieses Flair und dieses Klima, ne? Das ist eine angenehme, warme Luft und einfach nur schön. Genieß das total. Und ja, komm überhaupt nicht in eine Spur, muss ich ehrlich sagen. Ich war zwar schon unterwegs. Das erste, was ich eigentlich immer mache, dann klar, manchmal nach dem Cappuccino, manchmal davor, das Haus- und Hofrunde, das ist immer das Erste, ne? Das macht, glaube ich, jeder von euch und von uns. Gucken, gerade bei Plane, alles in Ordnung. Wie sehen die Türen hinten aus? Ist irgendwas weggekommen? Aber alles gut. Was sollen sie hier klauen? Ich habe jetzt Stahlseile geladen nach Toulouse und mal so 15 Tonnen knapp hinten drauf. Wird eine entspannte Fahrt. Wir müssen es bis heute Abend 17.34 Uhr liefern, das heißt, wir haben noch circa 11 Stunden Zeit. Und ja, ich denke mal, ich bin 13, 14 Uhr bin ich da, also können wir entspannt machen. Kontostand ist auch einigermaßen entspannt und wir kriegen für diesen Auftrag 995 Euro und ja, jetzt ist 6:30, also. Ich bin alles easy hier auf der Seite. Ich hatte gestern Abend noch mit einem Wladimir telefoniert. Wladimir ist, ja, wie soll man sagen, der ist wegen seiner Tochter nach Kassel gekommen vor einiger Zeit und aus der Ukraine. Und der macht bei mir in der Trendsart, in der Halle, so ein bisschen das Mädchen für alles. Spricht sehr gut Deutsch, war vorher in der sowjetischen Armee damals, zu DDR-Zeiten war schon hier und in Berlin, hat dadurch Deutsch gelernt, sogar Musik studiert. Und aber dann, nach Fall des Warschauer Paktes und so weiter, hat er sich mit dem Autohandel betätigt. Und ja, weil mit Musik war da nicht viel Geld zu verdienen in der Zeit. Und der hat noch einen Job gesucht, beziehungsweise hatte ich eine Stelle ausgeschrieben, weil ich einen Verwalter brauche in der Halle, jemand, der sich um alles kümmert. Ich habe da Einkünfte, ne? Ich werde nicht reich davon, aber es muss auch alles in Ordnung bleiben und die Jungs, die halt die LKWs halt auch in der Halle abstellen, die haben immer mal nach Werkzeug gefragt. Und nicht, dass sie jetzt mir was wegnehmen wollen oder so, um Gottes Willen, ich denke, sind alles ehrliche Leute. Aber irgendwie wird es auch nicht mehr. Ne? Ganz im Gegenteil. Und ja, es muss ohnehin immer alles irgendwie in Ordnung gehalten werden und, und. Und ja, deswegen hatte ich ihn dann eingestellt. Und ja, der hat sich nochmal gemeldet. Der hält auch in Kassel so ein bisschen mal den Markt im Auge. Und der ist einfach total umsichtig. Ne? So ein bisschen älter schon, 70 Jahre. Aber der will noch arbeiten, der will was zu tun haben. Der macht jetzt bei mir keinen Fulltime-Job, aber halbe Stelle. Und wenn er da ist, ist er da. Und ja, der hat mal gestern noch mal ein bisschen geschnackert.
hinsichtlich Halle, wie es aussieht und so weiter. Alles gut. Also er hat auch einiges erstmal in Ordnung gebracht, auch im Dach daran, ein paar Undichtigkeiten durch die ganzen Unwetter. Und das hat er noch erstmal durchgegangen. Teilweise wusste ich das gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich dann zwar auch immer um alles mitgekümmert, so ein bisschen am Wochenende halt, wenn ich mal Zeit hatte, aber ganz ehrlich, irgendwann bist du halt auch da, wo Maria und ich zusammengearbeitet hatten, bist du am Wochenende auch irgendwie mal leer und brauchst so ein bisschen Erholung. Und klar, Samstag hat man sich oder Sonntag dann noch ein bisschen um die Halle gekümmert, aber ich hatte halt irgendwann gemerkt, das wird dir zu viel, du kommst gar nicht mehr hinterher, du musst deutlich mehr Zeit investieren. Und dann hatte ich halt die Wahl zu sagen, ich kümmere mich um die Halle und verdiene damit mein Geld. Eigentlich auch ganz easy. Oder halt, wie gesagt, ich gehe LKW fahren und irgendwie wollte ich noch ein bisschen was von der Welt sehen. Und deswegen habe ich dann mich als Springer gemeldet und sagt, Fernfahrten ist genau meins. Ja, und so bin ich dann halt zu Duvenbeck gekommen und so sind wir dann halt zu diesem LKW gekommen. Ja, und Wladimir, der hat. Ein bisschen kennt er mich ja schon und er ist selber totaler Autofan und er hatte mir jetzt was zugeschickt, was da wohl vakant ist und einer von den Jungs verkauft. Ich werde es mir zumindest mal angucken. Ich verrate jetzt noch nicht, was es ist, aber ich werde es mir mal angucken. Ich habe momentan ohnehin kein Geld dafür, aber bei anderen Sachen anstehen, aber gucken schadet nicht und vielleicht kann ich ja ein bisschen bei der Vermittlung dort helfen. Aber ich würde sagen, 6:45 Uhr. Wir gehen mal zum Auto und fahren noch langsam mal los. Ich habe auch Lust drauf. Und hatte ich schon erzählt, super gut geschlafen hier. War schön. Ich habe auch in der Videobeschreibung von dem Video vorher auch ein Fehlerchen gemacht. Da hatte ich Barcelona reingeschrieben. Endziel wäre Barcelona. Aber schön hier, ne? Foto. Brauche erstmal die das Häuschen hier nochmal durchlüftet, Scheiben runter. Na, bin hier ganz in der Nähe. Und ist Lass alles uns gut. loslegen. So. Ah, jo. Ich gebe uns mal noch mal ganz kurz, das hatte ich vergessen, ein klein bisschen mehr Sound. Gesamtlautstärke mal auf 91 hoch. Lass mal auf den Trailer langsam runterfahren. Tragfahrpflicht. Tagfahrlichtpflicht. Lass ihn mal einen Kaffee nippen. Hier geht es jetzt richtig los. Ich hatte gestern noch einen kleinen Spaziergang gemacht Im zum Kreisverkehr ist der Runterkommen. Ausfahrt nehmen. Sehr schön, gefällt mir. Nimm diese Ausfahrt. So, ich schalte ihn hoch. 20 Grad, sehr entspannt. Bisschen frischluftig, ja. Ein bisschen leiser gerade, weil ich genieße das gerade hier total. Ein schöner GLC war das, glaube ich, ne? Und GE haben vorne die Höcker auf der Motorschale.
Aber gefehlt? Nee, doch, das ist ein GLE. Wobei von dem. Ich will mir bei meinem mal gucken. Ich habe selber auch als Geschäftsauto ein GLE. Aber so ein 350DE, also so ein Dieselhybrid, finde ich für mich die optimale Mischung. Weil ich habe für Langstrecke einen verbrauchsarmen, aber ausreichend kräftigen Diesel und für die Stadt Elektro. Der hat sogar theoretisch 100 Kilometer Reichweite. Und ist halt schon mal ganz neu. Habe ich jetzt ein Jahr circa. Also letzte Generation. Ich glaube, da soll jetzt demnächst auch nochmal ein ganz neuer kommen. Aber ich denke, das 2024 hat Mercedes angekündigt. Aber ich vermisse jetzt nichts. Das Auto ist wie ein Wohnzimmer mit diesem riesigen Display da vorne. Und die Größe und die Breite, und du kannst da ewig mitfahren, ohne dass du irgendwie ermüdest. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Na, was denn nun? Nur diese Ausfahrt. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das Marseille wieder rauskommen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Ja, mit dem GE bin ich super zufrieden. Schönes Auto. Außer ein so ein Lüftermotor in der Mittelkonsole, der schnappt manchmal. Da war ich auch schon bei Mercedes und sagte hier, sogar ein Video mitgegeben, weil es tritt nicht immer auf. Zu reinfahren können von mir. Und wir sind aber selber beim Werkstattaufenthalt nicht feststellen können, also haben die es nicht getauscht. Das ist ein Service. Sagte, Leute, ich habe nicht ständig Zeit, hier in die Werkstatt zu kommen. Das ist einfach ein Gebrauchsgegenstand, das Auto. Nee, können Sie nur machen. So ist es jetzt hier schon. Nee, die nächste. Können Sie nur machen, wenn. Nur diese Ausfahrt. Wenn Sie es auf Server verstehen. Also, meines Erachtens ist das ein schlechter Dienst am Kunden. Schalten, schalten, schalten. Und er hat doch 15 Tonnen, ne? Ja. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Auto bislang, muss ich ehrlich sagen. Im Grunde genommen ungefähr das Baujahr auch vom Scania, vom Nordhessenliner, das ja nochmal einen ganz anderen Wumms hat. Der hat ja fast 900 Newtonmeter mehr oder 800 Newtonmeter mehr Drehmoment. Jetzt muss man die 90 nicht fahren, ich fahre jetzt mal eine 80, die anderen werden zwar hinter mir sich beschweren, aber ich spare Sprit. Und das ist auch ganz schön bergig hier, es geht ständig hoch und das ist ganz gut, wenn man halt dem Auto nicht vorgibt. Jetzt baller hier mit der Höchstgeschwindigkeit. Es zieht nur im Verbrauch brutal nach oben. Mal 11.
hast du in Zukunft nicht mehr. Weil die ist nur aus Metall. Sie aus dem Bulli, eine Campingtasse. Ich habe jetzt momentan natürlich auch keinen Kaffee drin, ich habe alkoholfreies Bier drin. Das passte irgendwie nicht zum Morgen, also haben wir ein Cappuccino draus gemacht, aber ich kann jetzt auch nicht ständig Kaffee trinken. Und so wird der Durst gelöscht. Habe ich mir ein bisschen von der Einladung hoch nach Schweden eine Flasche oder zwei abgeknapst. Nee, das machen wir natürlich nicht in der Transat. Dann schenken. So, 60 denke ich, dürfen wir schon. Alkoholfreies Bier ist ein herrlicher Durstlöscher. Ich liebe da dieses, wie heißt denn das, Beck's Blue oder so? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist Beck's Blue. Dieses Alkoholfreie ist, denke ich, im Moment, wenn alkoholfrei, am liebsten. Ist halt kein Bier zum Anstoßen, aber... Mit dem Tempomat zusammen und dem Telligent-Getriebe im Powershift 2 macht das richtig Spaß eigentlich umzuschalten. Da krabbelt die hoch, ich weiß jetzt nicht wie realistisch das ist, ob das da auch ging. Aber macht Spaß. So, 395 Kilometer haben wir noch. Echt eine super Entscheidung. Wann war es gestern, glaube ich, zu tanken? Sehr gute Entscheidung. Musste ja auch, aber. Naja, noch nicht ganz, aber. Wir waren im letzten Viertel unterwegs. Da musste auch was. Beißt du die Maus ganz hart ab? Schon sportlich unterwegs, also so 80 gehen wir mal dann hier. Train Foundry. Train Foundry. Die liebe ich auch, diese Rechtsüberholer. Ich dachte eigentlich, dass der jetzt mit 90 langsam davonzieht. Ich um 80 fahren. Jetzt sieht er davon. Genau.
komme ich jetzt nicht durch. Dann müssen wir bezahlen. Uff. Oh, das andere, der passt auf. So. Bleiben wir noch. So. Ah, uiuiuiui. Okay. Gut. Schalter wollte nicht hochgehen. Naja, ist jetzt schon ein älteres Auto. Aber ich habe den Mikroschalter da beim Hochziehen nicht richtig erwischt. So, lass mal wieder laufen. Wir sind dann bei 80 bei ziemlich genau 1150 Umdrehungen. Also, das ist schon gut. Schön lang übersetztes Getriebe. Der fährt immer auf die rechte Spur. Ja, schön. So macht Spaß, Leute. Das ist schönes Fahren. Sitzt du hoch, siehst ein bisschen was, ne? Anders als wenn du die Leitplanke auf Augenhöhe hast. Ja, auch privat gerne in so flachen Autos unterwegs. Und, aber da hast du automatisch einen Tunnelblick, weil nämlich schon diese kleinen Leitplanken drüben und rechts. Du siehst ja nicht so viel, also konzentrierst du dich mehr auf den Verkehr nach vorne. Hast natürlich auch die Power, ein ganz anderes Fahrgefühl und so weiter. Aber bist dann so nach vorne gerichtet und willst dann auch vorankommen oder auch gerne schnell fahren. Und hier guckst du schön bei 80 in die Landschaft rein. Das ist ja gerade das Faszinierende hier von dem Job. Bitte links halten. So, jetzt mal links rüberziehen. Ah, das war hier der Abstandstempomat. Bitte links halten. Das sind so Traktorbagger. Multifunktionsfahrzeug. Wie heißt denn das? Wenn so ein Traktor hinten noch so einen Anbaubagger hat, vorne halt die Schaufel ganz normal, Abstützung, hat er bestimmt auch einen Eigennamen, oder? Ich habe zu Hause noch einen richtigen Bagger auf zwei Gummilaufwerken. Der kann nur baggern. Sicherlich auch ein Räumschild vorne, da kannst du ein bisschen schieben, das hatte ich auch viel benutzt. Ich habe ja mein ganzes Grundstück in 2 Meter angehoben, da hat er mir wirklich gute Dienste geleistet. Jetzt muss man auch Deckschicht drauf, also sprich jetzt Mutterboden. Da werde ich wahrscheinlich so eine Distelfarm kostenlos mitgeliefert bekommen. Und dann bin ich untenrum soweit fertig. Dann kann man eigentlich die Einfahrt also ins Auge fassen. Ich hatte heute ein Privatleben, deswegen kam mir auch keine Sendung. Sehr, sehr viel mit dem Aufbau einer, das aber geknallt, einer Firma zu tun gehabt. Und das ist jetzt etwas entspannter. Und deswegen kann ich dann immer wieder draußen arbeiten, ein bisschen baggern und machen. Und auch mal ein bisschen ETS fahren. Vielleicht auch ATS. Im Moment zieht mich ETS, weil sonst wird es zu viel. Texas, Montana und so weiter, das will ich natürlich auch gerne mal sehen. So, wir laden uns jetzt nach links ein. Das Motorbremse nutzen. So lange ist die Schranke. Jetzt dachte ich so, um Gottes Willen, wenn die zugeht, dann haben wir ein echtes Problem. Dann habe ich hier total Schaden.
so richtig nachempfinden als Marian damals, hatte da auch so ein MP3, ne, den er auch im Real dann gefahren ist. Der war doch auch mit seinem MP3, war der nicht rot? Also seine Farbe war eh rot-weiß. Der war doch auch bis in Russland, ne? Auf der Russland? Ja. Kann ich mich noch erinnern. Also irgendwie habe ich so Marian-nostalgische Anwandlungen gehabt. Die Ergonomie ist, finde ich, schon vom MP3, wenn du das siehst zu der Zeit. Es ist ein normaler LKW, aber alle Tasten groß, du siehst sofort, wo du hingreifen kannst, es ist in Reichweite alles, also haben wir schon gut gemacht. Das kann MP4, natürlich auch kein MP5. In MP4 hat der Mercedes dann wieder ein komplett neues Auto gebaut. Ich meine ja so die LKW-Generation. Bis die jetzt wirklich neu bauen, sind bestimmt 10, 15 Jahre. Also es lohnt sich das auch nicht in der Entwicklung. Und ich muss sagen, von damals, tolles Auto gebaut. Auch wenn jeder, den ich kenne, an der auch Actros gefahren ist, schöne Grüße an dieser Stelle, an Thomas und auch an Volker für das tolle Gespräch am Wochenende. Auch wenn alle sagen, das sieht nicht. Also ich habe in der Fahrschule einen 1945 gefahren als Tandemzug. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und für mich hat er gut gezogen. Halt sehr gleichmäßig, halt sehr gleichmäßig gefahren. Das ist was anderes, als wenn ihr den jetzt beruflich tagtäglich fahrt mit unterschiedlichen Beladungen. Ich meine, meiner war immer leicht. Das heißt meiner, also der Fahrschule, ne? Da war ja quasi, da war hinten im Tandem-Auflieger, da waren schon 7 Tonnen drin. Vorne nochmal. Da vorne 7 Tonnen drauf, hinten auf dem Tandemaufleger. Muss ich jetzt überleben. Kann sein, dass vorne auf der Zugmaschine, damit halt auch die. Ja, genau so. Das war die Dings immer oben, die Nachlaufachse. Dass der 7 Tonnen vorne auf der Zugmaschine hatte und hinten auf dem vielleicht 2 Tonnen. Ja, 2 Tonnen war mal drauf auf dem Tandem. Also mal vergleichsweise leicht. Ne? Also wir haben dann so zwischen 7 und 9 Tonnen Last dabei gehabt. Und ich weiß jetzt nicht genau, was er kann. Ich denke mal zwischen 23 und 25 Tonnen. 18,4 Meter war der, glaube ich, lang. Das ist ein ganz normaler Tandem halt. Und ich hab's geliebt. Und dann kannst du hinten über den, übers Heck, also quasi über den Drehhebel, über deine Triebachse und hinten Anhänger Kupplung, kannst du nochmal richtig schön dann mit so einem Gegenschlupf den Anhänger dann ausrichten, gerade im Kreisverkehr. Und das macht total Spaß, wenn du da mal den Bogen raus hast. Macht das richtig Spaß. Und auch dieses umsichtige, vernünftige Fahren habe ich sehr geliebt. Also langsam kommen wir ein bisschen runter wieder. 31,4, wir waren zwischendurch mal. Also mindestens bei 31,6, vielleicht sogar 0,9. Mal so ein bisschen rollen. Wir haben noch 121 Kilometer. Ja, weiß ich das, dass ich habe da guckt unten zur Kamera. Hier, da steht ein Tablet und so ein Samsung. Da ist SimDash drauf und habe da so eine
schon fertig, ich habe nochmal gewechselt, so eine fertig konfigurierte Oberfläche, da sehe ich dann auch Bremstemperatur, da liegen wir jetzt bei 31 Grad, ich sehe Verbrauch, ich sehe Distanz, Reichweite, was bringt mir der Transport ein, was transportiere ich, wie viel, von wo, wohin, ja. Und wie viel Kraftstoff habe ich noch dabei, Licht an, Bremse, all diese Sachen, Retarderstufen. Das ist schon ein Navi, habe ich dann mit drin. Das ist schon ganz gut. So, muss ich ja nochmal ein Büchlein festhalten. Es fängt so an wie vorher auch. Dass ich immer vergesse, den Eintrag zu machen. Das machen wir mal hier beim Entladen. Wir sind um 7 losgefahren, wir haben es jetzt 12.20 Uhr. Wir sollten ca. 14 Uhr da sein. Ich ziehe, glaube ich, mal links rüber. Ich weiß nicht, was der Kollege jetzt hier macht. Ich denke, der ist so schnell und zielorientiert rübergefahren. Und bevor wir hier einen Totalverlust riskieren. Weiche ich lieber aus. Bringt nichts. Muss das ausweichen. Oder lieber ausweichen. Hätte auch gepasst, man hätte sich wunderbar ergänzen können. Er hätte weiterfahren können, weil ich nach links ausgewichen bin. Aber ich denke mal, so weit konnte er nicht schauen, dass er noch links von mir die Verkehrssituation erfasst und dann quasi, Achtung, Kahns Lieblingswort, antizipiert, was dann passieren wird. So, jetzt ist es auch schon beschaulich warm hier, 31 Grad. Ich meine, wir sind in Südfrankreich. Wir sind gleich in Toulouse, 37 Kilometer noch. So, ein Kontostand gut tun. 1809 Euro sind wir jetzt. Täglichen Ratenbon abgezogen. Waren ja, glaube ich, leicht im Minus gestern. Und auf jeden Fall wird es den Dirk freuen, dass wir wieder im Plus sind. Jetzt kommen nochmal knapp 1000 Euro dazu. Also werden wir jetzt dann bei 2800 sein. Ja, schon gut. So soll es auch sein. Ich meine, die Firma trägt sich nur, wenn wir Geld verdienen. Aber Kollegen hier, die fahren auch nicht unbedingt die 90. Rechts halten. Und dann die 80. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Abbiegen.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt hat er es gehört, okay, legen wir doch nochmal näher einen niedrigeren Gang rein. Ich frage mich gerade, wie sie so ein V8 hier unten drunter bei diesem schönen Blubbern anbauen, der da aus den Tiefen seines Hubraums das Drehmoment schöpft. Ich werde mal gucken, beim Laden, sich da für mich die Möglichkeit gibt, mal kurz die Augen zuzumachen. Ich merke, dass ich brauche das jetzt. Also ich merke es ja auch, ich werde so richtig ruhig. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Links halten. Und dann links ab. Arbeitsagentur ist immer gut. Biege nach links ab. Okay. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Endlich, wir sind da. Bonjour, I have here some 15 tons. Ich muss mal hier Verstellbremse rein. 15 tons of steel ropes. Yeah. From, let me see, Marseille, Villenet to Toulouse, Villenet. That's here, I think. Okay. Okay, there to the left. Okay, thank you. Bye. Ich habe gesehen, dass mein Staff-Mod wieder geht. Vielleicht werde ich den wieder installieren. Was heißt wieder geht, immer noch geht? Ich habe auf einem anderen Profil probiere ich ja schon ein bisschen was aus. Ne? Für unsere Zukunft. Und ja, ein bisschen beschäftigt ja den Tom natürlich auch. Man möchte auch gerne am eigenen CI rumfahren. Jetzt funktioniert es erstmal so, jetzt können wir eh nichts machen, wir sind unterwegs. Aber mal gucken, wie das Spiegel wie es ausschaut, das Tom. Normal. So. So gut, oder? So, dann wieder rein. Da ist ein Platz, ja. Schön langsam mit der Hühner. Das ist das kleine Häuschen, das ist noch ein Stückchen entfernt. So, diesmal ein bisschen besser hin. Jetzt müssen wir dran gewöhnen, oder? So. Das war gut gerade, das finde ich gut. Ja. Ich finde, der LKW verhält sich auf dieses Warp, ganz kurzes Hochgestoße vom Führer aus, das Warp dabei, so wie das auch von ihm erwartet ist, ne? Von dem realen
unser Motor ganz kurz mal so am Todpunkt ist. So, wir werden stoppen. Ah, wunderbar. So, wir springen mal kurz hinaus und machen die Trailertüren auf. Ich muss dieses Walk-Geräusch aufnehmen. Denn ich glaube, es hört ihr gar nicht. Das heißt neu aufnehmen, lauter machen. Das geht auch. So. Wunderbar. Dann können wir vorgehen und ein Stückchen nach hinten drücken. Dann können Sie die Staplerbrücke drauf machen. Und fertig. So, komm her. So, so weit. Gut, das reicht schon. Handlenker aus, Lämsche aus, Motor aus, dann hat er auch mal Ruhe. Und ich würde sagen, ein bisschen schnell. Ich gehe vor, mich anmelden. Also angemeldet bin ich ja. Aber halt Lieferschein und so weiter, dass sie dann ausladen können. Und wir hübschen, wir sehen uns dann vermutlich danach wieder. Oder wenn ich vielleicht auf Tour bin, muss ich gucken. Ne? Wir müssen es machen. Bis dahin. So, Freunde, wir haben einen schönen Auftrag von Duvenbeck bekommen, von Toulouse aus bis nach Barcelona. Das heißt, wir haben Luftpost dabei, die mit dem LKW hier lang transportiert werden muss, ca. 11 Tonnen. Also wir sind relativ leicht und fahren jetzt erstmal zurück hier bis an die Küste. 1, 2, 3 Mautstationen bis nach Barcelona. Bin gespannt, wie Barcelona hier aussieht, ganz ehrlich. Die meisten von uns kennen es ja noch aus der Zeit der Promots. Da hatte ich auch mal so ein Performance-Video gemacht. Ich meine, das war mit einem Nordhessen-Liner. Und wir haben noch 4 Stunden Fahrzeit, 5 Stunden 20 sind es. Das heißt, also, wir würden wahrscheinlich morgen früh, wenn wir ankommen, je nachdem, wie wir durchkommen, es ist 15:21 Ingame-Zeit. Und das heißt, wir dürfen noch 15:30, sagen wir mal, runden wir mal auf. Ich habe auch mein Büchlein mitgeführt jetzt. Plus 4, 19:30 dürfen wir fahren. Ich denke, vielleicht kommen wir ja an diesen Foto-Hotspot Pause machen, weil hier ist mir zu früh. Ja, das wäre wahrscheinlich, hier bleibt zu viel Zeit liegen, weil wir haben von 5 Stunden Fahrzeit dürfen wir 5:20, 4 Stunden dürfen wir noch, das ist gut 3/4, etwas weniger als 3/4 und das hier, wenn wir hier stehen bleiben, hier, das sind 2/3, da lassen wir zu viel Zeit liegen, weil ich dann will morgen am Freitag dann nochmal gucken, was wir noch fahren können und ich würde gerne an der Küste irgendwie bleiben, aber letzten Endes erschließt das das Auftragsangebot oder ich bleibe in Barcelona morgen. Ich war jetzt im echten Leben schon 3-4 Mal dort und mit dem LKW in der LKW-Simulation, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her, dass wir hier waren. Also insofern müsste schon etwas sehr Attraktives dabei sein. Ansonsten bleiben wir in Barcelona, ey. Zumal ich auch zum nächsten Wochenende wieder dann zurückkommen will nach Kassel. Das ist schon ein Eckchen hier, aber das müsste auch weiter aus dem Landesinneren oder weiter hier runter, müsste das straight machbar sein. Ich meine, wir sind hier in ordentlichen, ne, Schleif gefahren. Das müsste auch machbar sein, aber ich will nächstes Wochenende nach Kassel zurück, weil so langsam möchte ich den Zug doch nochmal ins CI bringen.
Wird jetzt keine mega aufwendige Arbeit fürs Erste. Also es wird kein Rotkäppchen rauskommen, es wird gerade auch kein Nordhessenliner rauskommen. Auch kein DAF-Holland-Style. Es wird ein, was ich mir leisten kann, das muss man ja auch sehen, ne? Was ich mir leisten kann, das versuche ich umzusetzen, aber dass wir irgendwie mal wieder im Trans-ACI rumfahren, ist auch für die Firmen-Eigenwerbung sehr wichtig, weil, ganz ehrlich, so räudig wie er im Moment aussieht, ziehst du damit kaum Kunden. Und zumindest jetzt so auf den ersten Blick auf den LKW. Und da müssen wir was tun, ne? Dass wir positiv auffallen. Gut, ihr wisst Bescheid. Ich hatte ein kleines Schläfchen genommen. Fertig Wir zum sind Losfahren. beladen. Mal ein Käffchen geholt. Äthiopien mit Milch. Puh, 29 Grad, aber relativ trockene Luft. So ist es ganz gut auszuhalten. Eine schlimme Summe, wenn es dann noch so eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu kommt. Dann ist es. Die Scheibe runter, dass wir bewegen hier. So, thank you. Have a nice day and bye bye. Bye bye. Biege nach rechts ab. Kurz hinten haben gesagt, die brauchen Entladen, WLAN, circa eine halbe Stunde. Habe ich mich kurz aufs Ohr gelegt, habe mir den Wecker auf 20 Minuten gestellt. Aber das hat sich war so schnell weg, ja. Klimaanlage an und es hat so gut getan. Die Arbeit hier, ja? Ambulant. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. So. Nur diese Ausfahrt. Klima an. Ja, das Beste ist auch, wenn du Klima halt die serienmäßig eingebaute Klimaanlage hast, dann kommt die kalte Luft auch aus den normalen Lüftungen und nicht von oben so runter. Da kriegst du immer so steifen Nacken. Deswegen komme ich jetzt hoch. Ich habe oben mein Fensterchen, da kommt auch nochmal Tageslicht rein. Das ist auch ganz nett. Bitte Und rechts halten. da bin ich sehr zufrieden. Zieht hier, was er leicht ist. Kann man Geld verdienen,
und Sprit sparen. Das ist genial. Wärme morgen, muss gucken, bis 19 Uhr, dann würde ich morgen relativ früh, sobald ich darf. 10,5 Stunden haben wir, glaube ich, Pausenzeit. Ne? Und 19 Uhr, 5 Stunden und 5, 6 spätestens dürfte ich weiter. Das würde ich dann noch machen. Wir fahren ohne Licht. Sonst anhalten. Und ja, da würde ich dann noch weiterfahren. Dass wir den Auftrag erledigt haben. Ladegut loswerden, dann bin ich ein bisschen freier. Gibt immerhin 1062 Euro dafür. Das ist ein eiliger Auftrag. Aber deswegen müssen wir keine 90 fahren. Kommt früh genug an. Spätester Liefertermin ist morgen 10.24 Uhr und das schaffen wir auch mit unseren Pausenzeiten. Sollten wir das großzügig schaffen. Sagt jetzt ETA ist 20.46 Uhr, also sagen wir mal um 9. 21 Uhr, 3 plus 7 ist 7. Wir haben um 7 circa morgens da. 7 um 8. Also, wenn jetzt kein Megastau oder so etwas wieder dazwischen kommt, dann sind wir safe dabei. Frühzeitig Tempomat raus, Druck rausnehmen. Zügig durch. Ja, das muss ich noch üben. Der ETA ist jetzt von 49 auf 51 hochgesprungen. Also 20:49 auf 51, das hat mir jetzt gut 2 Minuten gekostet. Das wäre schön, so ein Wochenende am Wasser, das hätte was. Schön, eine Schaufel, ganz niedertourig. Kannst du bestimmt beim sehr Drehmoment starken V8, kannst du bestimmt nochmal 100 Umdrehungen runter. Bei 80, wenn das Getriebe gut abgestimmt ist. Also hast ja. Hast du da entsprechend nochmal höheres Drehmoment. Aber ich bin sehr zufrieden mit 12 Liter V6 unten drunter. Merkt, dass er nicht so laufruhig ist wie ein rein Sechser. Bauartbedingt. Aber hey. Das Auto hier ist 11 Jahre alt. Einer der späteren 2012er. Und Träumchen wäre natürlich gewesen, aber da war ich so tief noch gar nicht drin, so eine Black oder White Edition da zu bekommen. Mit schönen V8-Motoren, sehr sehr gut ausgestattet, auch mit Leder innen drin, aber ist nun mal nicht. Und, wir sind ja auch mit unserem Wurzelholz ja sehr zufrieden. Ja. Und weil ich habe mich, das Schlimme ist ja, das ist auch ähnlich wie wenn neue Autos rauskommen, wo du sagst, oh nee, geht gar nicht. Bei den ganz neuen Audis war das bei mir der Fall. Weil ich jetzt Audi schon lange nicht mehr fahre. Ich hätte vorher schon ein P3 war auf der Gegenspur. Ich hätte vorher immer, was habe ich denn gehabt?
A6 Allroad, S7 noch mit dem V8 Motor, mit dem Biturbo, und dann kam auch die ganz neue Linie raus und dann dachte ich, nee, oh nee, das ist also, und dann gab es im S7 auch kein V8 mehr, sondern so einen aufgeblasenen V6. Und ich habe mir gedacht, nee, gehst du woanders hin. Dann bin ich ja zum Bulli gewechselt, da habe ich komplett das Format gewechselt. Und ja. Und da muss ich mir die neuen Autos oder die letzten Audis auch erstmal schön gucken. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, ne? Und empfindet das eigentlich auch als sehr zeitgemäß. Und ob es jetzt Audi, BMW oder Mercedes ist, BMW mit den Hasenzähnen, da hatte ich mal diesen M440i mir privat gekauft. Und habe ich auch schon lange nicht mehr, habe ich dann gegen Carrera eingetauscht, wenn du so möchtest. Und einen 911er 4S. Und die Rohrzüge, naja gut, 90 dürfen die, ne? Ach, schon wieder 3-Achs, kann jetzt auch Maschinen. Und so ist es halt genau das gleiche mit dem Wurzelholz. So, ich habe mich dran gewöhnt, es ist halt das Zuhause, ne? Und man gewöhnt sich dann dran. Runter mit dem Speed. So. Oh, was ist hier los? So viel Zeit habe ich jetzt hier nicht zu verschenken, Freunde. Stau, prima. Machen wir mal Warnblinkanlage an hier. Ist einer hinter uns? Oh ja, die stehen ganz gut hinter uns. Habe ich letztens auch beim JJ im Video gesehen und beim Christian. Hier LKW-Simulation oder so. Muss da mal reinwachsen, die Kanäle ein bisschen. Und gucken mal. Los ist. Nee, keine Ahnung, ist vorbei. Oh, das sieht eng aus, da vorne. Oh, ein schönes Foto hier, oder? Hier läuft mir einfach die Zeit dann weg. Mal war zur Not auch rechts vorbei. Ja, die sind kollidiert hier vorne. Ne? Gendarmerie steht daneben. Ja, das wird sich nicht auflösen. Ja, Freunde, bleibt uns alles nichts über. Das kann ich nicht machen hier, aber vorbeiziehen. Bleibt uns nichts über, als zu warten. Ne? Das ist dann so. Jetzt Zäuschen rein. Tja, was machen wir denn in der Zeit? Einen kleinen Cut. Ja. So, es scheint sich aufzulösen. Sie setzen sich in Bewegung. Steht zwar Jean-Marie da vorne, aber vielleicht hilft es ja so ein bisschen. Schon 18 Uhr. Ach, los jetzt, bitte. Das erste Mal, dass ich meine Fanfaren so richtig benutze. Wenn du schon. Unbedingt.
Was sieht der Zeitverlauf mittlerweile an? Gucken, ob das hier stimmt. Ja. Wie langsam die Zeit jetzt hier voranschreitet, ist fast wie in einer Stadt. Das, wenn man so langsam fährt oder stauert auf der Autobahn, ist das dann besser mit angepasst? Sieht fast so aus, ne? Jetzt scheint es weiter zu gehen. Was bitte? Jetzt fährt er einen rückwärts. Jetzt geht's weiter, Freunde, jetzt geht's weiter. Das erste Mal, dass ich im ETS überhaupt einfach in einem Stau mit gewartet habe. Aber irgendwie war es cool, es hat sich aufgelöst. Das ist ja auch wie im Real Life. Kannst du nicht einfach auf den Seitenstreifen dran vorbeifahren? Kannst du schon, aber darf man nicht. Kannst verstehen, wenn du eine schwangere Frau oder irgendjemand neben dir sitzen hast, der jetzt Hilfe braucht, ja, dann würde ich Warnblinkanlage anmachen und hupen zugnerweise rechts vorbei, dass alle Bescheid wissen. Du rechnest einfach nicht damit, dass da jemand vorbeigeschossen kommt. Da kommt man ganz sinnig durch. Weil das ist ja dann noch ein Notfall, wenn jemand Hilfe braucht. Aber nur um sich jetzt bequemer zu machen, bin ich halt weil alle anderen müssen auch warten und manche sind der Meinung, meine Zeit ist wertvoller als deine. Und wir sagten das. Ja. Wenn jeder so denkt, dann hast du nachher irgendwo arabische Verhältnisse und dann fahren sie alle total chaotisch und wüst durcheinander. Und kommen noch langsamer voran, als wenn ein bisschen Disziplin im Verkehr ist. Wir haben schon ganz schön Zeit verloren jetzt. 200 Kilometer noch. Dann müssen wir nächsten Rastplatz raus. Es geht auf 19 Uhr zu, es ist jetzt 18:42. Schön leicht, schaut mal, wie er hier jetzt bei der Steigung schön am 12. hochzieht. Da vorne ist schon die spanische Grenze. Sie rechts mit. Ist ja alles schon verzahlt. Nee, das hätte keinen Sinn gemacht. Kann sich wieder einordnen. So, 18:56. Sieht toll aus hier. Hier mit diesem Bergdörfchen. Herrlich, schön. Ja. Was haben wir denn hier? Vorne kommt die nächste Tankstelle. Ich denke, da fahren wir runter. Dann ist es so. Und dann soll es so sein, weil gnadenlos überziehen will, kann ich jetzt auch nicht. Schon 1912. 19 Uhr wollten wir Schluss machen. Staus sind Bestandteil des Lebens. Zumindest wenn du auf der Straße unterwegs bist. So, da hinten nach der Linkskurve müsste sein. Der Asthof.
runter. Ah, dass wir mal zusammen in MP3 nach Spanien kommen. Das war nämlich das interessiert. Da hatte ich noch kein YouTube gemacht. Da bin ich damals. Jetzt haben wir hier gleich rechts in die Richtung. Noch kein YouTube gefahren, da hatte ich dann für mich so ein MP4 1851. Also mit der 13-Liter Maschine noch, oder war es der große 15? Ne, der 53er war die 13. Die große Maschine, die 15, was war denn das? Ich muss mal nach vorne. Ganz drauf. So, wunderbar. Genau, war noch die 13-Liter-Maschine. Ich habe es auch damals schon realistisch gern gemacht, wie diese mega starken LKWs, weil ich finde, das ist auch mal schön, sicher. Soll auch jeder machen, wie er will, aber ich habe schon immer dieses realistische Fahren sehr gemacht und nicht die 700 PS Scanias. So. Und gucken, vielleicht können wir das ins Tal gucken. Ja, da war ich dann in Spanien, okay, auf der Promotz. Machen wir doch. In Spanien auf der Promotz, auch Richtung Barcelona und dann ins Gebirge rein, Pyrenäen und immer so weiter. Geradeaus. War da so ein bisschen schon erschlossen von der Promotz aus. Das ist schon ganz lange her, über 4 Jahre. Ja. Und war es ein 1859. Jetzt bin ich wieder mit dem Mercedes hier. Das ist schön. So, wir nehmen hier den hier. Kein Kühler. Nehmen uns das zwar noch einer frei, da kann sich noch ein Kühler hinstellen. So, dann wird es laut werden. Aber irgendwas ist ja immer. Ne? So, ich mit den Nachrichten. Mit dir auch. Wunderbar, Freunde. Ich mache mich mal fürs Bettchen fertig. Und ich packe das gleich, das Morgige, mit in die nächste Folge, also in diese Folge mit rein, wenn man geschlossen hat, weil es wird dann wieder eine Doppelfolge zum Wochenende. Und ja, es tut gut, sich jetzt die Beinchen zu vertreten. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dönne! Achso, und auch hier an der Stelle schon mal mit einem Video. Support ist kein Mord, ne? Däumchen wäre ein Träumchen. Und gerade in dieser wunderschönen untergehenden Sonnenstimmung, Abendstimmung. Na, so, abonniert und lasst es einfach mal los. Abonniert, gebt ein Däumchen, kommentiert. Lasst es laufen. Okay, bis gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen hier zur Doppelfolge. Wir stehen in der Nähe von Barcelona immer noch. Ich habe gut hier geschlafen. War gestern eine richtig schöne Abendstimmung. Ich habe noch ein bisschen Zeit gehabt. Ich konnte ja nicht gleich 20 Uhr ins Bettchen gehen. Und bin ja ein bisschen rumspaziert. Und ja, habe dann noch ein bisschen am Computer rumgedappelt. Das die Kabine ein bisschen auskühlen lassen und ja, hast ja eigentlich immer irgendwas noch zu tun und ach, war gemütlich, das war schon gemütlich, kann man nicht anders sagen. Genieße das, solche Fahrten. So, weiter geht's. Bremse an. Ich muss ein bisschen Fenster hier runter machen. Nee, da wollen wir nicht.
Bierchen. Komm hier durch. Komm hier durch. So, wir sollten dann circa 8 Uhr sollte man da sein, so ist leer. Also vielleicht der Außenspiegel hat gezeigt, dass man durchfahren kann. Schon dieses Flair und so weiter. 2700 Euro auf der Kante, jetzt gibt es nochmal 1062 dazu. Also sollten wir irgendwo bei 3700 circa. Maut müssen wir auch noch rechnen, ne? Auf dem Konto haben. Vielleicht kriege ich ja noch einen kleinen Auftrag. Wir fahren jetzt 6:30 circa sind wir los. Und dann hätten wir jetzt noch 10 Stunden. Ich rechne ja die Pause, ne, immer voll mit ein. Also dann runde ich auf 10 Stunden Fahrzeit insgesamt. Wir sind jetzt bis ETA ist 8 Uhr circa. Ja, 1,5 Stunden. Das heißt, wir dürften noch 8,5 Stunden fahren. Und da muss ich mir dann echt überlegen. Also da muss dann schon was Interessantes dabei sein, dass ich das noch fahre, also das muss ich dann lohnen, damit es sich oder damit es mich vom Wasser wegholt. Eigentlich habe ich schon vor, und das ist ja das Schöne, wenn du auch selbstständig bist, ein bisschen bist du halt doch immer manchmal dein eigener Herr. Meistens setzt du dich immer selber unter Druck, aber so kannst du auch mal sagen, komm, jetzt lass mal gut sein und bleiben einfach hier. Und leiten ins Wochenende ein. Also ich möchte ja nicht die ganze Zeit rumwundern, aber das ist richtig, richtig gut hier gemacht. Du bist so immersiv hier drinne, also man kann sich da wirklich drauf einlassen und es, die Umgebung macht es einen auch leicht. Das ist das gleiche, wie ich es damals verspürt hatte, Italien. Gesperrt. Warte nur. Jetzt muss ich mal gucken hier, was ist. Die ist gesperrt. Da müssen wir mal ganz weit rüber. Also, ohne dass wir abgeschossen werden. Das ist zu tief. Ja, warum nicht da an? Aber auch das gibt es. Das ist jetzt, was ich jetzt gerade hier mache. Siehst du in südlichen Ländern tatsächlich auch öfters mal abgesperrt. Wo dürfen wir denn durch hier? Dann nehmen wir den ganz rechten jetzt. So, können wir mal wieder ausmachen. Da muss ich in Zukunft ein bisschen sachter ranfahren. Na, was denn nur jetzt? Warte mal, die Fenster runter, Mensch. So, wunderbar. Ja. Läuft denn das hier? Ach, Kollege, zieh das Gaspedal. Mensch, das ist dieses komische Pedal rechts. Mann. Wahrscheinlich noch nie gesehen vorher. Wer weiß, wie schwer er ist und wie gut er motorisiert ist. Du bist schon Milchlaster hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Trotzdem so im ersten Moment denkst du immer, oh, Kollege, fahr doch zu. Bitte rechts halten. So, rechts rum. Kilometer vor uns. Jetzt Barcelona rein. Bin ich gespannt, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ach, nee. Was rede ich da mit euch? Was frage ich euch da? Ihr wart wahrscheinlich alle schon da. Ich bin wahrscheinlich einer der Letzten hier. Barcelona. Wir lassen einfach mal rollen. Oh, hier ist ein Hafen links von uns, Yachthafen, wie es aussieht. Ach, das ist mehr irgendwo da hinten. Das ist mehr. Es scheint ein großes Terminal hier zu sein. Wir bleiben hier links. Port Well. Kilometer noch, ETA ist 8.41 Uhr. Sind wir so eine Stunde 20 Minuten vorher da. Das ist okay. So. Ach, so dürfen wir. Bitte links halten. Friedhöfe hier rechts. Also Containerhafen links. Ja, da ist die Wirtschaft. Barcelona ist ja eine der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Spaniens. Wenn ich so genau kenne ich die spanische Wirtschaft jetzt nicht, aber vielleicht meines Erachtens neben Madrid einer, vielleicht sogar der wichtigste. Menschen in Barcelona sehen sich ja oft, oder viele von denen, nicht als Spanier, sondern als Katalanen. Deswegen ist es ja für Spanier so wichtig, da drin zu halten, das aber für die spanische Wirtschaft halt extrem wichtig ist. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das ausmacht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, was kann man? 40 reicht. Schön die letzten 9 Kilometer jetzt hier.
mir wird auch so ein bisschen die Größe von Barcelona klar, weil da fährst du wirklich mit dem Auto, fährst du da, bist du gut unterwegs. Ich meine, so viel kenne ich noch nicht von Barcelona. Ich war so, weiß ich nicht, gefühlte drei, vielleicht viermal da. Und Rechtshalten und dann Ausfahrt rechts nehmen. da ging es im Wesentlichen dann Nun vom die Ausfahrt Flughafen rechts. in die Innenstadt. Da war ich. Einmal war ich im Zentrum drin, da wo die berühmte Kirche von Gaudi Am ist. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und das ist aber auch Bitte schon rechts sehr halten. lange her. Nimm diese Dann Ausfahrt. später in irgendeinem Industriegebiet, in einem Werk, das hatte ich da so ein bisschen mit optimiert. Und später dann ja, warum nochmal deswegen. Und da war ich dann in einem kleinen Hotel, nicht in der Innenstadt selber im Zentrum untergebracht, sondern in einem der vielen Zentren. Also Barcelona ist ja zusammengewachsen aus mehreren kleineren Städten und Ortschaften Bitte rechts halten. ursprünglich mal. Und war wirklich schön da, auch süßes Hotel. Muss mal gucken, ob ich die Fotos wieder finde. Aber durch die Geolokalisierung der Fotos im iPhone ist es ja, oder modernen Telefon ist es ja kein Thema mehr. Und das war es dann aber auch. Das war noch lange vor Corona. Also da, ich war schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr in Barcelona. Und wie gesagt, mit dem MH auf Hessenleiner ist auch schon im Spiel sehr lange her. Locker 4 Jahre, wenn ich rechne. Ja. Also auch dieses Video mit der, was war denn das, 2070? GTX oder was das war. Boah, Baller. Ist auch nochmal gleich weit runtergeschalten hier. Das war unnötig. Was halten? Ja, 30. Aber ich finde es gut abgebildet. Gefällt mir, was ich bis jetzt sehe. Und viele sagen ja auch Iberia, absoluter Hingucker. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt Mal nehmen. gucken, wenn wir jetzt auf dieser Tour nicht alles erfahren können. Ach, da hinten ist noch der Flughafen. Ach, naja, passt ja perfekt. Perfekt. Gut, das war jetzt für Stiefel Nimm eher diese Ausfahrt. Slang. Wir Ach, müssen deswegen rechts Luftpost, die abbiegen. geht dann, okay, ich verstehe. Biege nach rechts ab. Die geht dann hier direkt. Bei Air France haben wir. Es ist vorbei. Dass man gleich vorbei ist hier. Geht das Ding jetzt hier auf oder? Nee, ne? Doch, okay. Oh ja, keine Menschen. I have airmail from Toulouse, winner transport. Yep. For Air France. Okay. Ist auf der von neuen Tour. Okay, also ich schieb mir das mal an. So. Den Arm weiter, weiter, weiter. Ah, okay. Ja. Okay. Mal gucken. Hat mir drei Finger gezeigt, dann wäre es ja die drei, dann wäre es hier.
Das ohne Rampe, okay. Ich bin gespannt, wie das... Machen wir seitlich die Plane auf. Deswegen ist hier so viel Platz, okay. So, wunderbar. Einparken, na gut, bei so viel Platz. Das klappt auch schon immer besser. Mal so Lampen ausmachen. Motor aus. Cam aus. Und ja, klappt schon alles insgesamt viel besser. Dann mache ich den jetzt noch hinten die Türen auf. Gut hier Betrieb, ne? Also sind doch alle. Hi. Hallo? Ach guck mal, er spricht Deutsch. Dann würde ich sagen, lass mal die mal abladen und sehen wir uns gleich wieder, ne? So, wunderbar. So, Plan ist auch wieder unten. Wunderbar. Zugemacht, habe ich alles selber gemacht jetzt, damit wir aus dem Knick kommen. Es ist jetzt 10.14 Uhr, Freunde. Und... Also... Wir fahren weiter. Die haben eine Tour für mich. Medizinische Ausrüstung, gerade mal 5 Tönnchen. Da steigen wir gleich mal hinten aus und machen mal. Ach, lass mal so unten. Wollte schon die Liftachse hoch machen, aber ich lasse jetzt unten. Ja, nach Saragossa. Und das sind gerade mal 4 Stunden, 4,5 Stunden. Und ich habe ja noch knappe 8 Stunden über. Das heißt, wir fahren los. Fahrt vorsichtig. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt damit. Und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das waren über 3 Euro pro Kilometer. Das sind also 1048 Euro für die 300 Kilometer, die wir jetzt haben. Also, nee, da so gerne ich auch hier geblieben wäre und mal planschen gegangen wäre, jetzt übers Wochenende, kann ich mir nicht entgehen lassen. Das kriege ich nicht hin. Der Kollege steht mal hier. Vielleicht ist der sogar schon am Wochenende. Biege nach links ab. Und deswegen geht's jetzt weiter. Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nach Saragossa, weil die 1000 Euro, die möchte ich einfach mitnehmen. Ja. Klar haben wir auch Kosten davon, die bleiben ja nicht komplett hängen, aber ich verdiene Geld. Wo kamst du denn her? Gut, dass der Kollege aufgepasst hat. Der ist bei mir vor der A-Säule oder hinter der A-Säule versteckt. Den habe ich nicht gesehen. Einfach nicht gut. Der war auf einmal war der da. Ja, und hier wollte ich mich jetzt auch nicht hinstellen. Guckt euch den Müll hier an. Wartet mal, ich will mal hier Fotomodus. Wo haben wir? Fotoapparat. Wo versteckst du dich denn? Wo? Hier. Fotostudio, Fotomodus. Okay. Das wird jetzt mit dem Cursor. Ne, auch nicht mit dem Cursor sein. Wie bewegen? Ah, hier drüben. Okay. So. Sollen wir den ganzen Müll hier mit dabei haben?
Okay. So, irgendwie bessere Perspektive. Gucken, was hier oben ist. Na gut. Bauen wir weiter. Also so leicht wie wir sind, können wir von ganz unten die Kraft holen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Schon ausholen. Aber das war, seht ihr, das war genau das, wo ich sagte, damit können sie mich kriegen. Das ist eine Fotostation. Ja, tatsächlich. Pizza. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als das Wochenende in Saragossa zu verbringen. Dann wird es halt kein Badewochenende, sondern mal ein bisschen Zeit ziehen. Und vernünftig langsam ran. Aber ich habe 1000 Euro mehr im Portemonnaie, weil das Wochenende kostet mich auch knapp 700 alleine. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das Geld musst du auch alles verdienen, ne, von dem du leben willst. Ah, ist schon ein bisschen schade. Lunz da hinten? Nee, das ist ein Gebäude. Ich dachte, da lunzt das Meer gerade durch. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, weil bei den Temperaturen willst du ganz gerne den Hintern schon mal ins Nasse, ins kühle Nass reinhängen. Vielleicht ein paar Meter schwimmen. Bisschen Jetski. Ne? Sauer verdiente Geld für Freizeitbeschäftigung rausballern. Wofür lebt man denn? Wofür geht man arbeiten? Aber ich habe in der Firma genügend Ausgaben, die noch anfallen. Ich muss vor allem sparen und Geld erwirtschaften. Sonst hätte ich auch nicht selbstständig werden müssen wieder. So, da kommt hier schon angeballert mit seinem Abschlepper. Sieht aber auch bescheiden aus hier von der wisst, was ich meine, von der Detaillierung. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, wir gucken auf die Map, kommen jetzt wahrscheinlich gar nicht mal mehr so viele Mautstationen. Das heißt, ach nö, es sind nur 1, 2, 3. Aber hier im Landesinneren, nee, hier, das wollen wir nicht Route zurücksetzen. Im Landesinneren hast du nachher wenig, wenn ich das hier so richtig sehe. Hier sind nicht erstmal eine. Aber hier kann man schön um Madrid drumherum, wenn man jetzt hier Richtung Küste fährt, kann man die ganze Zeit fahren. Ja. Okay, wir fahren los. Lass mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Und ich habe ab heute, wann sind wir da? Na, wie gesagt, 2:30. Sagen wir mal, dann habe ich ab um 4 Feierabend, das ist auch schön. Na, mit Abladen, Parkplätzchen suchen, einen drum und ran, denke mal 16 Uhr. Bitte links halten. Ist es soweit. So, wir fahren Saragossa, also links halten. Bitte links halten. Mhm.
Tank ist noch weit über halb voll. Jetzt haben wir die Chemis an. So, richtig. Ah, schön. Vielleicht noch ein Futterparat gesucht. Oh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Ich wollte mal so ein Foto aufnehmen. Ein Thumbnail, wisst ihr? Bitte links halten. Mhm. Da hinten. Porta de Barcelona. Da machen wir mal mit dem Fotoapparat. So. Ein Foto, ja. Es tut mir jetzt so leid. Ja, das ist gut, ne? Okay, das muss reichen. Und dann geht's weiter in 7 Meilenstiefel auf dem Weg nach Saragossa. Also die Volvos finde ich von vorne sehen immer aus wie so eine Dampflokomotive, so ein richtiger Zug. Geschlossen. Was ist los? Haben wir hier. War ein bisschen zu untertourig. Ah, wir haben ein bisschen Druckverlust gesehen. Interessant. Der Druck angezeigt, habe ich geschaut hier. Der Luftdruck ein bisschen runter werden. Ja, ganz nach drüben. Oh, sie haben nochmal schön vorgedrängelt hier. So. Okay. So. Kilometer noch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Also das waren so, was habe ich gesagt, 350 Kilometer. Wir brauchen circa 30 Liter auf einen Kilometer. 30 Liter, 350 sind 1900 Liter, was uns das jetzt hier, 105 Liter, was uns das jetzt nicht. Lass es 110 sein, wegen der Berge und so weiter. Toll. Lebenshaltungskosten sind runter. Da steht mal. 1000. 120 Liter, habe ich gesagt, kostet uns jetzt die Tour bei den Verbräuchen hier. sind 180 Euro, lass es aufholen auf 210 Euro. Ja.
Damit haben wir einen Verdienst, jetzt mal abzüglich Verschleiß und so weiter, wobei der halt der LKW günstig ist. 100 Euro obendrauf. Bleiben uns knappe 700 Euro über von der Tour, also die kann ich nicht liegen lassen, auf keinen Fall. Jetzt hätte ich gerne ein Fahrrad dabei. Unheimlich gerne ein Fahrrad dabei, also Mountainbike, um das Land so ein bisschen weiter zu erkunden. Vielleicht kann ich ja da eins ausleihen irgendwo. Gibt es ja mittlerweile diese Elektroräder und die Roller, die Elektroroller zum Ausleihen. Ja, so ein Elektroroller könnte ich mir mal reinlegen ins Auto. Und wobei, selbst bewegen macht schlank, ne? Nicht bewegen lassen. Und dann habe ich meine Laufschuhe eigentlich dabei, zwei Kettlebell habe ich dabei, die 20er habe ich dabei und die 28er, genau. Die ganz mal wärme ich mich immer gerne mit der 16er auf, gehe dann über die 20er, 24er für die Übung, wo du halt viele Wiederholungen machst, wo du große Bewegungsmuster brauchst. Und für die schweren Übungen, sowas wie Squats mit Arme strecken, also Gewicht über den Kopf heben und so weiter, da nehme ich dann schon die schweren. Dann habe ich jetzt bis 44 Kilo. Das ist schon eine ganz schöne Reißerei dann, muss ich sagen, aber nichts kommt nicht. Und über die 28er, wenn du Übungen entsprechend machst, ist sehr gut und ein türkisch Getup kriege ich auch mit der 20er noch ganz gut hin. Ja. Da kannst du mit Laufschuhen kannst du auch schon viel machen. Ja, ein bisschen laufen gehen. Ja, denke ich schon. Ich denke, ich werde vielleicht heute Nachmittag mal gucken. Ja, da werde ich gleich das Kettlebell-Training mit reinziehen. Dann könnte ich am Sonntag, dann haben sich die Beinchen wieder ein bisschen erholt. Von den ganzen Squats könnte ich am Sonntag dann laufen gehen. Da ist eh meistens nicht los, hockst da auf dem Parkplatz und naja, langweilst dich, ne? Oder schlägst die Zeit tot. Und so könnte ich dann am Samstag schön eine Sightseeing-Tour machen, vielleicht mit dem Fahrrad irgendwo rumfahren und Sonntag laufen gehen und dann auch nochmal das nochmal sich anschauen, was am Samstag halt liegen geblieben ist. Jo, das klingt nach einem Plan. Comunidad. Sonne habe ich schon wieder vergessen. Oh, Milka. Der zarte Schmelz. Ja. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Milka voll nicht. Ich weiß, es ist hauptsächlich Zucker und wenig Kakao, aber oh Gott, die ist gut. Oh, die ist gut. Ja, so eine 100 Gramm Tafel ist für mich ein Snack. Also andere, die können da wirklich Stückchen für Stückchen essen und dann hält die noch bis zum nächsten Tag. Eine 100 Gramm Tafel, da habe ich null Disziplin, null, die ist, wenn es gut läuft, 10 Minuten, wenn es nicht so gut läuft, halbe Stunde, ja, oder andersrum, so mit dem Gutlaufen, aber ja, ich brauche auch nur die Vollmilch, nicht die mit dem ganzen Zeug noch drin und was es da alles gibt, ich brauche nur die Vollmilch. Ich mag auch kakaohaltige Zartbitter sehr, sehr gerne. Ich hatte mal eine, die hatte, glaube ich, 90 oder 95% Kakao. Das ist dann schon, da trinkst du am besten eine Milch dazu. Da muss man sich auch ein bisschen rantasten. Aber so 70%ige, das mag ich sehr gerne. Ja, also das ist dann zum langsamen Essen. Die schnatter ich dann auch nicht so weg, sondern hier schon wieder Milka. Die haben sie aber auch mit der deutschen Schokolade. Die sind dann, die so eine Zartbitter kannst du lange genießen. Ist immer sehr lecker. Ich habe jetzt aktuell gar nichts Süßes dabei. Ich muss mal wieder ein bisschen von den Fettpölzerchen runterkommen. Und das, was bei mir immer dafür zuständig ist, ist halt süßes Essen. Ne? Seien es die kleinen Snacks zwischendurch. Oder halt Frühstück mit Marmeladenbrötchen und so weiter. So. Eine Mautstation. Aber wobei, der Abstand ist hier angenehm groß. Das ist okay. 50 haben wir auch. Ob das jetzt hier geht, wunderbar.
So, was macht er hier? Bleibst du links? Betonpumpe. Ja. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art, aber da kommt ihr überhaupt nicht aus dem Knick. Ich will schon ganz gerne nochmal ankommen. Wir haben jetzt schon eine ETA, die ist ein bisschen eine halbe Stunde nach hinten gewandert. Müssen wir zwar heute keine Gedanken um die Fahrzeit mehr machen, weil ich bleib dann stehen. Das alles andere macht keinen Sinn. Weil jetzt noch Kommunalverkehr, noch eine Strecke über eine Stunde zu übernehmen, A, kriegst du das auch kaum und B, habe ich da auch keine Lust drauf. Ich kenne mich hier nicht aus. Da kannst du eigentlich nur noch Fehler machen. Deswegen, wir haben dann verdiensttechnisch bin ich dann knapp auf 4.500. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, vorm LKW-Kauf war das das letzte Mal. Aber die Richtung stimmt dann. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Geben wir uns mal den cineastischen Genüssen. So, 60 Kilometer noch. Ich dachte jetzt schon 29,9, aber wir sind auf jeden Fall unter die 31 wiedergekommen. 30,9. Auch hier die Richtung stimmt. Ähnlich wie im Kontostand. Auch guck mal hier. Das kann ja. So, wollen wir mal nach links kommen. Schon wieder drei Achser hier. Aber ein 6x4 auch. Meine Güte. Ja, den Jazzy-Kit, den will ich nicht mehr reintun. Der ist so performance-raubend. Ist egal, welches System du hast. Das erspare ich uns. Und vor allem mir. Die Vielfalt ist ja super, aber die Lags. Nee, ich keine Lust drauf. Mir reicht das hier. Wenn es da kleinere Traffic-Mods gibt, also sprich jetzt hier mit Verkehr, Fahrzeugen, sag gerne mal Bescheid. Aber die Dinger sind mittlerweile so performance-raubend. Da hab ich keine Lust drauf. Aber drei Mautstationen sind es irgendwie. Oder waren es zwei? Ich meine noch drei, haben wir vorhin gezählt, ne? Ich glaube, wir haben die drei. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Fummeln. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wieder rechts, oder? Die Ausfahrt rechts. Ja. Uff,
Ja, so nett sieht es jetzt hier nicht gerade aus, aber ich meine, wir sind im Industriegebiet. Und das hier rechts. Laser. Wenn der Flughafen sein. Am Kreisverkehr erste Mit so einer Monorail in die Stadt rein. Bitte rechts Gleich halten. hier rechts. Könnte sein, ne? Hier ist ein Parkplatz. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Anderen Seite auch. Bitte rechts halten. Jedenfalls kannst du dich Nimm mit dem diese LKW hier Ausfahrt. offensichtlich Bitte hinstellen. rechts halten. Dann auf der rechten Spur. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das war richtig schön gemacht hier. Demnächst rechts abbiegen. So. Könntest du eigentlich auch Biege nach absatteln? rechts ab. Trailer hier stehen lassen, Türen hinten aufmachen, wenn mal leer sind. Dass keiner auf den falschen Gedanken Immer kommt. geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rum. Demnächst rechts Wir vier abbiegen. hier, ja. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Hier müssen wir rein. Biege nach rechts ab. Hier endet es. Ich fahre gegen. So, wir fahren einmal ums Trapez. Muss sie hinstellen. Fahre nämlich gerade entgegen der allgemeinen Fahrtrichtung hier. Also hoffen, dass mir keiner entgegenkommt. Da vorne ist da wie so ein Plätzchen, da werden wir dann hier durch und dann haben wir mehr Platz. Und langsam, Trailer ist oder nicht auf die Steine. So, Moment. Das ist auch ein schönes Foto. Das muss halt manchmal sein. Und rum. Freunde, wir sind in Saragossa. Berge drumherum sind schön. Also ich hoffe, dass ich irgendwo ein Fahrrad gemietet bekomme oder ich nehme einen Mietwagen. Vielleicht nehme ich mir auch einen Mietwagen. So teuer kann das ja auch nicht sein. Vorhin habe ich so eine Mietwagenfirma hier gesehen. Dann kann ich mich hier irgendwo hinstellen, gehe nochmal einkaufen auch. Man muss so leben. Ah, Duvenbeck ist hier. Gucke. Kreitschow Logistics.
Wege. Ein bisschen anspruchsvoller als gedacht. Ja, so ist gut. Das kann ich nicht wegrammen hier. Einfach nur gerade nach hinten schieben. Langsam. Lage stellen. So, ein Spiegel vorbeikommen. So. Jetzt vorbeiziehen. So, da können wir die Tür noch an Bord direkt aufmachen. Ist hoch genug. Wir gehen nochmal. Nee, wollen Sie noch? Mit meinen Einparkkünsten nicht zufrieden. So, vorsichtig hier. Spiegeln, gut, dass der offen ist. So, Mutti. So, so kann man stehen lassen. Lämpchen aus, Armlenker aus. Motor aus, Kamera aus, ich hupe mal aus. Schön. So, ich guck da mal hier hoch. Hier ist keine Tür. Müssen wir uns anmelden und entladen werden. Ja, und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Und dann will ich das Wochenende einbauen. Bis gleich. So, Freunde, wir sind entladen. Und ich bleibe jetzt hier. Ich suche mir dann hier irgendwo ein kleines Plätzchen. Ja, da will ich aber ganz in Ruhe machen. Da will ich euch auch gar nicht mit langweilen. Ich würde dann an der Stelle euch ins Wochenende entlassen. Däumchen wären Träumchen, ne? Lasst es euch gut gehen. Wir hören voneinander. Und ja, kommentiert wie verrückt. Ballert ruhig Kommentare raus. Ich weiß, es ist Sommerloch und alles, aber das ist jetzt... Es ist so, wie es ist. Es ist jetzt für mich auch nicht schlimm. Aber mit euren Kommentaren könnt ihr so ein bisschen mit beitragen, dass trotzdem der Algorithmus bedient wird und dass wir hier den Kanal ein bisschen publiker machen. Das fände ich halt sportlich für mich auch als Gedanken. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich gehe jetzt auch hier ins Wochenende. Werde es mir gut gehen lassen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Tom. Ciao. Achso, Däumchen wären Träumchen, ne? Tschüss.